Wenn Sie Ihrer Tante in New York ein paar Champagnergläser mitbringen wollen, sind Sie gut beraten, einen Warnhinweis auf Ihren Koffer zu kleben. Vorsicht, zerbrechlich. Das globale Finanzsystem scheint ebenfalls ziemlich fragil zu sein. Auch wenn es mit einem Aufkleber nicht getan ist, behandeln wir es genau wie unsere Champagnergläser. Erschütterungen werden vermieden, Stabilisierungsversuche unternommen. Wenn Sie jemanden fragen, was ist das Gegenteil von fragil? Dann sagt man ihnen robust, stabil, unzerbrechlich. Das stimmt aber nicht. Das exakte Gegenteil müsste etwas sein, das nicht nur nicht zerbricht, sondern besser wird. Champagnergläser sind fragil. Sie gehen durch Erschütterungen zu Bruch. New Yorks Wolkenkratzer sind bestenfalls stabil, werden durch Erdbeben aber auch nicht standfester. Mit dem Begriff des Antifragilen hingegen ist Nassim Nicholas Taleb einem Grundprinzip des Lebens auf die Spur gekommen. In der Mythologie gibt es natürlich die Hydra. Schneidet man ihr einen Kopf ab, wachsen zwei nach. Aber es gibt auch zahllose Beispiele von Antifragilität um uns herum, die wir nur nicht wahrnehmen. Unser Körper braucht zum Beispiel ein gewisses Maß an Unordnung. Wenn Sie alle 5 Sekunden etwas essen, werden Sie Diabetes entwickeln. Sie brauchen die Erfahrung von Hunger und ein gewisses Maß an Stress. Alles, was lebt, ist antifragil. In gewissem Maß profitiert es von Zufällen, Chaos und Stress. Beim Sport nutzen wir diesen Effekt ganz selbstverständlich. Belasten wir unsere Muskeln, wachsen sie. Schon Friedrich Nietzsche hat es auf den Punkt gebracht. Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Dafür braucht es nicht mal Übermenschen. Was für Individuen gilt, gilt auch für komplexe Systeme. Sie wachsen an ihren Herausforderungen. Würde die Evolution von Störungen und Zufällen nicht profitieren, die Menschheit wäre längst ausgestorben. Politische Systeme, die Proteste nicht integrieren können, werden über kurz oder lang von Revolutionen hinweggefegt. Das ist das Problem mit unseren Wirtschaftswissenschaftlern. Sie halten Ökonomie irrtümlich für etwas Mechanisches, wie eine Waschmaschine oder ein Auto, das ständiger Reparaturen bedarf. Schirmt man solche Systeme von bestimmten Störungen ab, gehen sie in die Luft. In unserer modernen Welt haben wir keinen Platz mehr für Chaos und Zufall. Alles soll möglichst effizient ablaufen. Das erscheint wirtschaftlich sinnvoll, wirkt sich auf antifragile Systeme aber verheerend aus. Effizienz macht Menschen fragil. Ich habe 2 Nieren, die bräuchte ich nicht. Hätte ein Wirtschaftswissenschaftler, ein Manager oder ein Bürokrat aus Brüssel den menschlichen Körper entworfen, wir hätten höchstens 1 Niere. Wahrscheinlich gar keine. Wenn man eine braucht, kann man sich eine borgen. Alles andere wäre ineffizient. Aber was passiert, wenn das erste Problem auftritt? Wir fliegen alle aus dem Genpool. Also, alles, was organisch ist, hat Überkapazitäten. Alles vom Menschen Gemachte nicht. Wir verstehen Risiken einfach nicht gut und halten Dinge für robust, die große Risiken in sich bergen. Das nenne ich das Truthahn-Problem. Wenn Truthähne eine Zukunftsprognose abgeben müssten, sie würde glänzend ausfallen. Tag für Tag versorgt sie der Bauer mit Futter, risikofrei. Mit zunehmender statistischer Gewissheit halten sie ihn für den freundlichsten Menschen der Welt. An Thanksgiving gibt es für die armen Vögel jedoch eine böse Überraschung. Leider sind menschliche Prognosen selten besser. Unser Truthahn-Problem hat uns die amerikanische Immobilienkrise vor Augen geführt. Keiner der hochbezahlten Wirtschaftswissenschaftler hat sie vorhergesehen. Nassim Nicholas Taleb aber hat die Fragilität des Systems erkannt, Wetten darauf abgeschlossen und ist steinreich geworden. Was aber könnten wir tun, um unsere Systeme antifragiler zu machen? Dezentralisation ist das Zauberwort. Unternehmen oder Banken müssten klein genug sein, um scheitern zu können. Würden wir jedes Restaurant vor dem Bankrott bewahren,
Wir würden überall den gleichen Fraß bekommen. Auf der persönlichen Ebene sollten Sie extreme Risiken vermeiden. Dann bleiben nur noch Zufälle übrig. Das Leben ist schön, wenn es Abwechslung bietet, aber besonders, wenn es Sie nicht verletzt. Durch Antifragilität wachen Sie morgens auf und müssen keine Angst haben. Jedes Problem, dem Sie begegnen, hilft Ihnen dabei, besser zu werden. Antifragilität bietet einen verblüffend neuen Blick auf die Mechanismen des Lebens. Klug, anregend, überraschend. Nach der Lektüre dürften Sie bestens gerüstet sein für den Start in Ihr neues, antifragiles Leben.